So, was mag wie heute? Was habe ich hier für ein komisches Gerät liegen? Eigentlich ist das hier ein Video über den Hallenflugtag in Falkenberg. Aber jetzt muss ich meinen eigenen Ton hier erstmal abstellen, sonst sabbel ich mir selbst ins Video und das wäre ja voll blöd. Ja, nur leider waren da nur lauter kleine Racing-Drohnen zugange. Und zwar die ganz kleinen, also die so in der Größe irgendwie. Ja, da gibt es irgendwie nicht viel zu filmen. Stattdessen habe ich das hier mal ausprobiert. Das ist eigentlich eine Versuchskonstruktion für Flugziele. Und zwar die Jetflugtage in Garderkesee im Sommer jedes Jahr. Habe ich festgestellt, es ist sehr, sehr schwer, mit der Kamera Flugzeuge zu verfolgen und dann auch noch zu treffen. Und deswegen habe ich mir gedacht, da muss ein Rotpunktvisier dran. Und wer einen 3D-Drucker hat, der kann natürlich ganz einfach für den Hotshoe, also für den Blitzhalter, eine Adapter drillen, der für Rotpunktvisiere ist. Blöderweise hat diese Kamera keinen Blitzlichtdings da, also habe ich jetzt irgendwie eine Fotoschiene aus meinem Grabbelkasten genommen. Oh Gott, hier dieser Winzlingsmonitor im Handy, das ist auch nicht das Pralle. Ja, und habe dann hier mit einer Schraubzwinge und einem Stativ erstmal ein Rotpunktvisier angeschraubt, um zu gucken, ob das irgendwie funktioniert. Und ja, ich glaube schon, dass es funktioniert. Das Bildmaterial habe ich noch gar nicht gesichtet. Das heißt, ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt. Aber ich wollte es euch wenigstens mal gezeigt haben. Jetzt versuche ich mal, das so hinzukriegen, dass ihr das rote Kreuz auch seht vom Rotpunktvisier. Ja, ich hoffe, dass man das jetzt irgendwie in der Kamera sehen kann, weil was mir das Handy hier als Kontrollmonitor liefert, ist ja indiskutabel. Vor allen Dingen zeitverzögert ohne Ende. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was ich euch hier gerade zeige. Ja, dann fummel ich jetzt mal ein bisschen rum. Jetzt muss ich nach da drehen und vielleicht seht ihr dann irgendwann auch mal kurzzeitig ein rotes Kreuz. Anschließend, beziehungsweise wenn ihr euch tatsächlich dafür interessiert, wie so ein Ding überhaupt wirkt und funktioniert, oder den Begriff Rotpunktvisier, seht ihr bestimmt ganz viele bei YouTube. So, hab genug gefuchtelt. Also im Grunde ist es nur so, man guckt nicht mehr durch den Zoom, weil wenn man das Flugzeug in der Luft einmal verliert aus dem Zoom, dann ist es weg. Das findest du einfach nicht wieder, wenn du mit dem Zoom auf dem Flieger bist und hast als Hintergrund nur bestenfalls Wolken. Und deswegen habe ich hier ein Rotpunktvisier. Man guckt also überhaupt nicht mehr auf den Sucher, sondern einfach nur direkt durch das Dings da durch. Und da, wo das rote Kreuz ist, irgendwo da aufs Flugzeug draufhalten und dann wird das mit der Kameraposition so einigermaßen stimmen. Der Haken an der Geschichte ist, es scheint so, als könnte man an dieser Kamera den manuellen Fokus, also die Scharfeinstellung, nicht abstellen. Es gibt zwar Tricks und Kniffe, den Fokus auf bestimmte Punkte zu richten, aber dass jemand einfach sagt, ja, ich habe Luftziele und wenn ich das Flugzeug aus den Augen verliere, möchte ich nicht, dass die Kamera sich auf irgendwelche Wolken scharf stellt, die sich auch noch bewegen. Ja, und deswegen fängt er dann automatisch immer wieder an und macht Scharfstellereien. Und deswegen muss ich jetzt erstmal rauskriegen, ob ich den überhaupt dazu kriege, dass er grundsätzlich den Fokus in Frieden lässt. Und ich habe hier nämlich einen Manual Focus Ring und damit kann ich alles verstellen. Nur sobald ich dann nichts mehr verstelle, dauert das ein paar Sekunden und dann fängt er wieder an automatisch. Na schön. Ich lese mir die Bedienungsanleitung mal durch. Das ist etwas, was wir Männer ja immer sehr ungern tun. So, wie dem auch sei, das wollte ich eigentlich nur gezeigt haben. Ich glaube, von vorne sieht man noch nur einen Punkt. Da ich von vorne auch im Monitor praktisch nichts sehe, macht das auch keinen Sinn. Ja, und jetzt gucken wir mal, was ich an Videomaterial daraus gezogen habe. Und dann schauen wir, ob ich daraus was zusammenschnipseln kann, was irgendwie nach Hallenflugtagen aussieht. So, schönen Dank fürs Zugucken. Einen kleinen Nachtrag muss ich noch anhängen. Ich habe eben festgestellt, dass die GoPro Bedien-App fürs Handy, also für Android, mittlerweile ein Login verlangt und deswegen bei mir nicht funktioniert, weil das Handy hat keine, wie soll ich sagen, keine Datenverbindung, also es ist gar keine SIM-Karte drin, weil ich es hier nur als Monitor nutze, sondern nur eine Wi-Fi-Verbindung. Das heißt, ich kann mich entweder anmelden oder die GoPro steuern. Und damit ist das Ganze für mich für den Arsch. Also die GoPro-App ab sofort wird nicht mehr benutzt. Ich habe hier eine kostenfreie App, die nebenher läuft. Jetzt muss ich mal gucken, wie sie heißt. Es gibt eine ganze Reihe von Apps übrigens zu dem Thema. Ach, die kann ich nicht mal beenden ohne weiteres. Also das Ding heißt Cam Control for GoPro Free. Sehr blöder Name. Die App ist auch nicht wirklich ausgefuchst und nicht toll und so weiter, aber sie ist gratis und sie funktioniert letztlich auch und liefert auch ein Live-Bild. Wenn auch ein stark verzögertes, das hat allerdings die Original-App von GoPro auch nicht viel besser gemacht. Ja. Gut, das war's nur. Das wollte ich nur schnell sagen. Und deswegen, statt GoPro gibt es bestimmt auch andere schöne Kameras, die einen Bruchteil kosten und wo man sich für eine App nicht extra anmelden muss. So, schönen Dank fürs Zuhören.
überlegt gerade, wenn ich die ganze Zeit übe, mit dem Fadenkreuz drauf zu bleiben, könnte ich eigentlich Heulen abschießen. Andreas. Ja. Und das, was er sieht, ist das, was wir mit der Leitung haben.